Ich rufe Tagesordnungspunkt 51 auf, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 19/3274. Wie Sie der Tagesordnung entnehmen können, werden die Petitionen 2061/19 und 2236/19 als Setzpunkt der Fraktion der FDP am morgigen Donnerstag nach den Aktuellen Stunden aufgerufen und nach der Aussprache abgestimmt. Nach Mitteilung der Fraktion DIE LINKE sollen folgende Petitionen getrennt abgestimmt werden. Das sind die Petition 1679/19 und die Petition 2139/19. Ich lasse nun zuerst über diese beiden Petitionen abstimmen. Wer der Beschlussempfehlung zur Petition 1679/19 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Frau Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Ich rufe auf Abstimmung Petition 2139/19. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann lasse ich jetzt über die Petition insgesamt abstimmen. Wer stimmt ihr zu? Den bitte ich um das Handzeichen. CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und auch DIE LINKE und auch Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Vielen Dank. Ich rufe Tagesordnungspunkt 35, die Beschlussempfehlung und Bericht. Kann ich die Kurzform wieder wählen? Vielen Dank. Top 35, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3167 zu 19/2304 zu 19/1809. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? SPD und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 44, Beschlussempfehlung und Bericht. Drucksache 19/3223 zu 19/3175. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? FDP, DIE LINKE. Wer enthält sich? Fraktion der SPD. Jetzt habe ich leider nicht Ihr Stimmergebnis verfolgen können, Frau Kollegin. Sie haben dagegen gestimmt. Damit ist Frau Öztürk hat dagegen gestimmt. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 45, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3229 zu 19/3165. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die SPD, die FDP und DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 46, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3230 zu 19/3181. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 47, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3231 zu 19/3206. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 48, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3232 zu 19/2818. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Die SPD und die FDP. Sie haben und Frau Kollegin Öztürk hat zugestimmt. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 49, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3233 zu 19/2903. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FDP. Und wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Tagesordnungspunkt 50, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3234 zu 19/2988. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Damit sind wir am Ende der Beschlussempfehlungen. Moment, noch bitte ein Hinweis an Sie alle. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz kommt nun im Sitzungsraum 501a zusammen.
Außerdem möchte ich Sie auf den Parlamentarischen Abend der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungs- und Immobilienverbände in Hessen hinweisen, der nun im Anschluss an die Plenarsitzung im Restaurant des Hessischen Landtags stattfindet. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.